und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von mir, Lucia Dragon Mary. Endlich ist meine Tierfangstange angekommen. Wer die Geschichte dazu nicht hören will, kann jetzt ein bisschen weiterspulen. Die wird wahrscheinlich länger dauern. Und zwar habe ich die mehrfach bestellt, schon vor Wochen. Die erste Bestellung wurde vom Versender storniert, weil die hatten sie zwar lagernd, aber konnten sie nicht zu mir senden. Wahrscheinlich ein Problem nach Österreich, keine Ahnung. Kommt häufiger vor für die, die in Deutschland wohnen. Man kann nicht alles nach Österreich liefern lassen. Bei sehr vielen Produkten steht dabei, nicht nach Österreich lieferbar. Auf jeden Fall wurde die vom Versender storniert. Dann habe ich eine teurere bestellt, weil da garantierte Lieferung Mittwoch stand. Also eine Woche drauf. Hätte ich mir die 45 Euro gegönnt. War am Mittwoch nicht versendet, am Donnerstag auch nicht, habe ich dann storniert und eine billigere bestellt. Die hätte wieder eine Woche drauf am Mittwoch kommen sollen. Mittwoch war sie nicht lieferbar, also noch nicht versendet, und Donnerstag auch nicht. Habe ich mich Donnerstag beschwert beim Chat-Service, also mit Schreiben. Da wurde mir gesagt, sie können es nicht versenden. Meine dritte Bestellung, weil die Adresse, die der Paketservice, also diese Hallen oder was die da haben, die können meine Adresse nicht identifizieren. Ich soll die Bestellung stornieren, ein viertes Mal bestellen, aber vorher noch die Adresse löschen und dann eine neue machen. Was gar nicht geht, man muss zuerst eine neue machen und dann kann man die alte löschen. Das war sehr kompliziert und hat mich 1,5 Stunden meines Lebens gekostet. Ja, das hasse ich nicht. Auf jeden Fall habe ich sie dann ein viertes Mal bestellt, hat mir er oder sie versprochen, kommt am Freitag. Freitag nicht versendet. Wieder beschwert, kommt am Montag, garantiert. Das war schon das zweite Mal garantiert, weil am Freitag hat man mir garantiert, kommt, war nicht. Montag garantiert, kommt, war nicht. Nerven am Ende, ich will die Katzen behandeln. Und kommt der Blödsinn nicht. Gut. Dann habe ich eine neue bestellt, woanders, also ein fünftes Mal, das ist die da, und das ist meine vierte Bestellung. Hallo Schatz, aber nicht ins Video, gell? Ich bestelle noch eine fünfte, mal schauen, welche vorher ankommt. Die kam jetzt 2 Wochen, nachdem Montag gestanden ist, also wieder am Montag. Da kam sie tatsächlich und die kam am Mittwoch gestern. Wir haben jetzt Donnerstag. Morgen kommt das Video. Also ihr seht das ja am Freitag. Seit Wochen plage ich mich mit dem Blödsinn. Ich habe jetzt, nachdem ich mich sehr unhöflich, ich war dann schon sehr unhöflich, ich konnte mich dann nicht mehr zurückhalten, habe ich auf jeden Fall einen 5-Euro-Gutschein. Und Bestellung 3 war viel billiger als Bestellung 4. Um 4 Euro und 89 oder irgendwas, ich schreibe es drunter, war es billiger. Und die Bestellung 4 hat man mir versprochen, dass ich das zurückerstattet bekomme. Na, ich bin gespannt, habe ich noch nicht. Ich habe mich am Montag, bevor das Paket gekommen ist, habe ich gefragt, warum ich die, warum der volle Betrag von den 35 irgendwas abgebucht wurde und aber die 4 Euro irgendwas noch nicht zurückbekommen habe. Das geht erst, wenn das Paket da ist. Gut, jetzt ist es da. Ich habe noch nicht auf mein Konto geschaut. Jo, ich lasse mich überraschen, sonst schreibe ich Montag beinhart wieder, wo das ist. Jo. Machen wir es endlich auf. Das ist übrigens schon mein 5. Aufnahmeversuch, weil ich ständig durcheinander gekommen bin. So. Jetzt kann ich es nicht mehr neu starten. Ich will das ja original aufnehmen, wie die ankommt. Ach ja, so. Jo. Also da haben wir ein schönes Loch. Das ist die Wertestange. Die ist nicht ganz so leicht, aber das ist gar nicht so schlecht. Mit einer Hand ist das blöd.
Das nicht auf. So. Also, das ist das gute Stück. Damit kann man ein Tier so einsammeln. Schwupps, die Buffy meldet sich gleich freiwillig. Tun wir es wieder runter. Und wenn man da hinten zieht, zieht sich das vorne zusammen. Und das Tier kann sich dann nicht mehr befreien und man kann es anständig behandeln. So. Da muss ich noch ein bisschen üben, da gibt es einen Hebel. Damit geht es leichter wieder auf, glaube ich. Ja, damit geht es viel leichter wieder auf. Zumachen ist halt schwierig. So, wirkt auf jeden Fall nicht so schlecht, ist sehr kompakt, verschweißt mit Feder. Bin gespannt, wie lange die haltet. So, das mache ich jetzt gleich so. Wo ist denn jetzt die Schere? Da. Das kommt aus China und war schneller da, obwohl ich es nachher noch bestellt habe. Also es war 2 Tage zwar später da. Aber im Vergleich war es viel schneller da. Ich glaube 2 Wochen war sie unterwegs oder so. Ja. Oh, mein Rücken. Also die Verpackung wirkt schon mal gleich wie die vorige. Mal schauen, ob es das gleiche Produkt ist. Oder ob irgendeins besser verarbeitet ist. Ja. Also ist genau gleich, also ob es jetzt genau gleich schwer ist, kann ich nicht beurteilen. Da kommt noch ein freiwilliges Opfer. Also an sich wirkt es wie das gleiche Produkt. Okay, Schatzi? Ja, mit dir brauche ich nichts machen, du bist umgänglich, aber die Rose ist nicht umgänglich. Die ist leider sehr, sehr böse. Sehr traurig, wenn man Freigänger dann einsammelt und die sind dann so böse. Die haben so eine Panik vor Menschen. Also ich bin gegen Freigänger. Katzen können nicht raus. Das ist richtig traurig, wie schlecht es derer geht. Für die suche ich übrigens dann einen Platz auf einem Bauernhof, nachdem sie dann behandelt und kastriert wurde. Falls jemand einen Bauernhof hat, wo die mitlaufen kann, wer sie mitfüttert ein bisschen, kann sich gerne bei mir melden. Ich werde das Ganze dann noch testen. Oh, die geht viel schwerfälliger. Okay, das habe ich noch gar nicht getestet. Ah, die kann man gar... Ah, das geht nur auf, wenn man den Hebel betätigt. Aber die geht viel schlechter, also da werde ich vielleicht ein bisschen mit dem WD-40 arbeiten. Geht leichtfälliger. Sobald man das zumacht, geht es nicht mehr. Also man kann es nicht mehr zumachen. Also aufmachen quasi die Schlinge. Ah, das ist praktisch. Dann kann sich das Tier nicht befreien. Jo. Ist natürlich jetzt nicht für irgendwelche, haha, wir haben jetzt Spaß oder so. Das ist wirklich nur zur Behandlung oder zum Einsammeln von nicht umgänglichen Tieren. Eine kommt ins Quarantänezimmer, die andere werde ich ins Auto legen, falls ich mal jemanden begegne. Also einem Hund oder Katze, die eingesammelt gehört, weil es verletzt ist oder so. Finde ich keine so schlechte Idee, dass man sowas im Auto hat. Das Chip-Lesegerät auch. Kann man gleich schauen, ob es wem gehört. Ja, Video hat lang genug gedauert, dass es eigentlich nur 2 Stangen sind, aber die Erklärung war
Bestellung 4, Bestellung 5. Ich bin so begeistert. Ja, wollte schon mit dem Konsumentenschutz, aber ich habe dann einen 5-Euro-Gutschein gekriegt für die nächste Bestellung. Ja, ich hoffe, ich kriege noch die 4 Euro irgendwas zurück, dann war diese Stange hier nicht mehr so teuer. Ja, ich hoffe, ihr hat das wieder gefallen und dann sage ich Tschüss, bis zum nächsten.